Irgendwas Feines. Ja, ist schon cool, was die Tage. Auch genauso, das allererste Mal, wo ich überhaupt bei Burger King war, das war in Thailand. Okay. Ja, da war ich 16, da bin ich damals mit meiner Family, sind wir nach Thailand geflogen. Mit meiner Ma, meiner Schwester und ich nur. Ja, und, alter Schwede, da konntest du einkaufen. Da konntest du einkaufen. Ja, wird ja zum Teil alles da auch hergestellt, ne? Und dann Na kriegst klar. du es echt so von Appe zum, mit Appe und Ei kriegst du das alles, ne? Und das ist der Hammer. Und du konntest da essen ohne Ende. Und das auch für ein paar Cent dann nur, ne? Wir haben bei Pizza Hut eigentlich täglich gegessen, weil, naja, uns, meine Schwester und mir war das Essen dort nicht so ganz geheuer und. Naja, besonders wenn du von deinem Reiseführer hörst, ja, essen Sie keine Suppen, die werden mit Mücken gewürzt und hast du nicht gesehen. Naja, Okay. ja, und wir hatten damals so eine Rundreise gemacht durch Thailand, durch Bangkok. Das erste, wo wir waren 3 Tage in der Hauptstadt in Bangkok, in einem Hotel. Das hast du noch nie gesehen. Also ehrlich, ne, ich komm aus einem kleinen Dorf, ne, Fröndenberg, ne, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, auf jeden Fall. Ist ein kleines Dörfchen, ich glaube 28.000 Einwohner, wenn ich mich nicht täusche oder so. Und dann fährst du da in so eine Riesenmetropole rein. Erstmal, es ist viel, viel zu warm für mich gewesen. Luftfeuchtigkeit fast gefühlte 790%, keine Ahnung. Das war schlimm, das war wirklich richtig schlimm. Ich kam aus dem Flugzeug raus, ich hatte kurze Klamotten an. In Deutschland war es echt noch kalt. Ich habe mir aber gedacht, ich ziehe mir kurze Klamotten an, ne? Dort ist es warm. Okay, ich steige aus dem Flugzeug aus. Du kennst doch kennst du den Übergang vom Flugzeug zum Shuttle-Ding da? Da war nur gerade mal 50 cm Platz, ne? Wo Luft von außen reinkommt. Ich war klitschenass, geschwitzt. Ja, so kannst du dir den Urlaub vorstellen. Also ich habe so viel geschwitzt, habe ich mein ganzes Leben nicht. Also das ist schlimmer, ich glaube, ich habe schlimmer geschwitzt, als wenn ich in der Sauna gesessen hätte. Wobei ich momentan auch wieder eingehe über dem Wetter. Ja, es geht. Also heute hat sich Ja. ja Gott sei Dank, ne, das Wetter, ne, Ja. nicht so schlimm gezeigt. Ja, aber das Krasseste war wirklich in Thailand. Wir sind da, kommen dann in Bangkok an und kommen da zu unserem Hotel. Das an der Hauptstraße lag. Das heißt, da sind die Hauptstraßen ein bisschen anders, weil da halt ein bisschen mehr Verkehr ist. Noch mehr ist ja verrückt. Ja, das Schlimme ist aber, da hat nur ein Dritter einen Führerschein. Aber das ist eine andere Sache. Aber ich bin da ja auch kein Auto gefahren. Durfte ich auch nicht. War 16 oder so, war ich da um den Dreh. Jo, 30. Auf jeden Fall, musst dir vorstellen, du kommst aus dem Hotel raus und da hast du eine Fahrbahn, die nur in eine Richtung führt, aber die siebenspurig ist. Ach du Scheiße. Und die komplett voll war, von morgens bis abends. Und auf der anderen Seite des Hotels war die andere Seite, die andere Fahrspur, die in eine andere Richtung geführt hat. Auch Siebenspur. Ne? Aber das Schöne war, das Hotel zwar ziemlich hoch, also da hast du nichts von mitgekriegt. Naja, den Smog und so von den Autos und so, das hast du klar mitgekriegt. Also da sollte man auch zum Teil echt einen Mundschutz tragen, so schlimm ist das. Aber das Coole war, dass die hatten in den Hotel hatten die den Swimmingpool auf einer ziemlich hohen Ebene. Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall richtig weit hoch war das. Und da konntest du die ganze Skyline von Bangkok sehen. Das war schon ein Ausblick, also das war schon was Feines. Na, glaube ich. Sag mal, was verzauber ich denn jetzt? Keine Sind ja nur noch sechs Ahnung. Diamanten. Wir haben eigentlich alles. Wir Ja. sollten so oder so bald zusehen, dass wir nochmal vielleicht losgehen, nochmal in eine Höhle. Da uns nochmal ein bisschen Rohstoffe zu besorgen. Aber wir hatten das ja so oder so vor mit den Höhlentoren. Aber ich weiß gar nicht, haben wir denn genügend Obsidian hier? Nee, ne? Also ich 10 Obsidian habe ich noch. Also ich weiß nicht. Also entweder so Sachen wie Schwert nochmal, wobei das ist eigentlich, das hält ja lange noch. Oder halt echt Stiefel oder so bauen daraus. Ja, warum nicht? Stiefel, ja, haben wir noch zwei Diamant über. Ja, dann sollten wir dann eigentlich zusehen, dass wir dann vielleicht bei der nächsten Aufnahme, Ja, weil das lohnt sich Diamanten. jetzt nicht, dass wir dann um eine Höhle gehen.
Das lohnt sich jetzt nicht, weil wir haben jetzt schon 22 Uhr und ja, wir haben ja immer so ein Ziel von circa 2 Stunden aufnehmen. Dann ist das ja auch schon gleich schon fertig hier, ne, mit der Ja. Aufnahme. Feuerschutz 3 und Federfall 4. Wow, nice. Ich weiß, ich kann jetzt von höheren Stellen runter plumpsen, oder? Ja, du kriegst keinen Fallschaden mehr, glaube ich. Oder weniger. Aber das ist Dann gut. tue ich mal die komischen Eisenstiefel hier in die Kiste. Ja, aber ich werde das, glaube ich, demnächst machen, wenn wir ein paar Level übrig haben und alle schon verzaubert haben, dass ich mit Büchern anfange. Auch nicht unbedingt mit Level 30 Bücher oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringt. Keine Keine Ahnung. Ahnung. Weil Bücher habe ich eigentlich noch nie verzaubert, aber ich habe das bei den einen oder anderen Let's Player gesehen, die auch ohne den Was ist denn, ach hier dein Uncharted Swimmingpool Plus. oder was? Ja, das wird der. So kleiner. Erstmal ausgehoben. Ja, mehr oder weniger. Scheiß Egoist, weißt du, alles nur für sich selbst. Warum das denn? Wir können auch größer machen. Wir können auch so eine Wasserrutsche rausmachen, dass man automatisch zu dir drüber geschwommen wird oder so. Spinnen? Ja, hier vorne bei mir, hier runter. Hier irgendwo. Dann würde ich aber den gesteckten Stein nehmen. Nein. Stein. Ja, mir ist das egal. Bis jetzt habe ich ja noch keine Gedanken gemacht hier. Obwohl ich ja ganz ehrlich bin, würde ich den Boden gerne mit Lapis Lazuli machen. Oh gut. Dann machen Weil wir. der sieht ja ein bisschen gekachelt aus, ne? Wenn du den ja zusammen bastelt. Aber was ist so viel, ey? I don't know. Ich glaube eher weniger. Aber da würde ich ja so oder so nur den Boden mitmachen. Aber reicht ja dann, dass den nur so groß oder so lassen? Ja. Ach, da brauchst du ja den Clearstone, um den zu stacken. Eieiei. Ich fülle mal denn die Löcher hier ein bisschen. Mach mal, ich gehe mal ein Sind bisschen Clearstone brennen. Mach Da werden das. wir dann ein bisschen was von brauchen noch. Schon ätzend hier, wenn ihr alle sich hier drunter paaren und verstecken und so. Das muss nicht sein. Ja, hab's dir ja gesagt. Ah. Aber ob ich was sag oder in Kanada fällt ein Baum um. Ja, ist genau das Gleiche. Ja. Oder in China fällt ein Sack Reis um. In der Tat. Ja, aber ich bin echt gleich mal gespannt, wie dir das Intro gefällt, weil das habe ich relativ kurzfristig noch gemacht, weil ich finde, das habe ich jetzt noch extra für die Adventure-Dinger gemacht, mehr oder weniger. Jetzt nicht irgendwas Spezielles auf Minecraft jetzt eigentlich nur ausgerichtet oder so, aber es sieht ein bisschen anders aus, weil ich fand das Intro, was ich ja momentan benutze, das passt irgendwie nicht zu Minecraft. Außer das jetzt in Video, dann packe ich ja da, das Passt bleibt irgendwie auch. ein bisschen besser zu Ego-Shootern und so weiter, ne? Ja, genau. Und zu Minecraft habe ich mir gedacht, okay, da packe ich was anderes hin und weiß ja schon, was Besonderes ist, dass wir Sollen wir jetzt so zumachen auf so. der Ebene, auf der Höhe? Ja, kannst du machen. Genau. Eben besorgen. Na, verdammt, Ja, und Schaufel. deswegen habe ich mir gedacht, dann mache ich einfach mal ein neues Intro. Und ich finde, das ist recht schick geworden, obwohl ich da nicht wirklich viel gemacht habe. Das ist auch wieder so ein Template gewesen von Raven Designs aus. Ja, der stellt so Free Templates umsonst bei YouTube dar. Und die kannst du dir dann auf seiner Homepage kannst du die runterladen und kannst dann die verändern, musst dann halt seinen eben in eine Videobeschreibung mit reinpacken, was ich auch ganz in Ordnung finde, weil er machte sich die Mühe und stellt das ja uns allen zur Verfügung. Also das finde Na, ich ganz logisch. cool. Aber es ist trotzdem am Anfang, ich wusste gar nicht, was ich da machen musste oder allen drum dran. Ist ja Naja, aber ich finde. dasselbe wie bei der ganzen Musik und so, ne? Oh ja, schlimm. Schlimm. Ja, aber man wächst so langsam da rein und mittlerweile macht es auch Spaß. Ich verstehe jetzt auch, was die ganzen Effekte zum Teil zu bedeuten haben und spiele jetzt auch selber mit Effekten rum und sowas. Ja, also, das ist schon lustig. Ja, auch wenn man überlegt, irgendwie das in Video, da
Das ist ja auch nur Fuckelei eigentlich. Eigentlich nicht schwer, aber es ist trotzdem Fuckelei. Ja, Man wenn muss man da echt ein erstmal bisschen weiß, wie, aufpassen. dann ist das alles nicht mehr so problematisch. Ja. Aber das ist ja fast immer so. Also wenn man erstmal weiß, wie das alles geht, dann ist es halb so schlimm. Weiß aber nicht, wie tief. Obwohl zwei tief, das reicht vollkommen, ne? Naja, klar. Mal gucken, wie viel Lapislazuli wir haben. Müsste aber reichen. Wenn du zur Not auch noch mit Glück abbaust. Wir haben 46. Dann noch mal ein ganzes Stack von den einzelnen. Ich wieder keinen Platz für gar nichts mehr. Aber ich würde einen, also den einen Boden reiße ich noch raus, nach der, den machen wir dann Lapislazuli. Damit der auch wirklich zwei tief ist, das Ding würde ich sagen. Ja, mit dem Dach, das lasse ich erstmal so, da habe ich jetzt gerade keine Lust weiter zu bauen. Habe ich Fusch am Bau wieder. Öfter mal was Neues. Weil der sieht aber flashig hier aus. Also, bei Hüse auch ziemlich cool aus. Ich finde das Nicht schlecht, ja, bei mir sieht er ziemlich flashig aus, aber ich denke mal, es passt einfach zum Pool. Das muss einfach sein. so, die Frage, ob jetzt siehst. Boah, ich gucke mir das auf jeden Fall bei deiner Folge mal an. Das finde ich schon lustig so, ne? Mit dem Texture Pack, wenn du da, weil unsere beiden, die hauen sich ja, also die sind ja komplett das Gegenteil eigentlich voneinander, Ja, ne? die unterscheiden sich auf jeden Fall krass. Okay, das war's. Ich habe alle verbaut schon. Echt? Krass. Ist auch nichts mehr, Ja. was man abbauen konnte? das weiß ich nicht. Mal nachgucken. Ja, ich muss die anderen noch so oder so noch zusammenbasteln. Aber da werden wir nicht mit hinkommen. Zumindest nicht mit dem, was wir da noch haben. Ja, wenn wir nächstes Mal sowieso Diamanten und so suchen müssen, dann aber Lapislazuli findest du auch extrem wenig, ne? Das stimmt allerdings. Haben wir nichts mehr. Ne, haben wir nichts mehr. Waren das 4 oder waren das 9? Das waren 9, ne? One. Ja. Von 9. 9 ein Block. Okay. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ich glaube, da wird das ein bisschen länger dauern, bis der Pool so fertig ist, wie er sein soll. Ja, passiert. Ach, wir haben ja noch 100 Folgen. Mindestens hier. Ja. Bis zur 1000. Folge wird der Pool fertig sein. Ja, jetzt machen wir noch Witze drum und zack, morgen haben wir dann schon die 1000. Geht Ja, schneller und der als man Pool ist immer noch denkt. nicht fertig. Ja, ich glaube, das wird so ein endloses Projekt oder so ein never-ending Story. Ja, die Ausbeute aus den restlichen waren 9 Stück. Ja, sehr gelohnt, ne? Ja. Vielleicht hätte man einen Steinboden reinmachen müssen und dann erstmal Lapislazuli nur Egal. zum Design, technisch. Aber Nein, ich passt würde schon so. ganz gerne noch hier am Rand jetzt den drüber machen. Ja, nee, so noch nicht. Ich würde hier gerne eigentlich Treppen erstmal hier haben noch, irgendwie. Also, dass wir hier raus Treppen machen, mehr oder weniger. Dass wir Ein weiter nach hinten noch oder ein tiefer noch? man den hier so macht, dann hier vorne eins höher dann. Dass es aussieht wie so eine Stufe. Das hier nur von innen siehst, meinst du jetzt? Ja, so. Wirkt ja so als Stufe. Ja, aber ich fand das bei dem zweiten finde ich immer blöd, dass du den da kein Muster drauf hast. Da ist ja nur Gleich der aus. Strich drauf. Echt? Ja. Okay. Ja, dann ist egal. Dann können wir den Rand hier wieder wegreißen. Ja, aber das kann aber eigentlich erstmal so bleiben hier. Ach, scheiß mal weg. Haben wir Ja, die wieder über. dann können wir eigentlich schon wieder eine Aufnahmepause machen, ne? Dann Ja. sehen wir zu, dass wir nächstes Mal dann in eine Höhle wieder gehen. Ja, dann hau ich schon mal meine ganzen Ausrüstungssachen wieder weg. Ja, mal gespannt. Ja, warte mal, ich. Genau. War da noch was? Wollten wir noch Beinschienen machen?
Dann rümpeln wir mal eben hier so ein bisschen das Inventar. Oh, ziemlich viele Steine haben wir mittlerweile, wa? Jo. Kannst dich noch dran erinnern, wo wir keine Steine hatten? Ja, klar. So lange ist das noch nicht her. Oh, das war der Hammer, ne? Das habe ich noch nie erlebt. So ja, schlimm. Ja, und auch keine Erde und nichts hatten wir ja. Gar nichts. Quasi blank. Das war richtig übel, ey. Glatter Sandstein, den Stein wird wieder grün, glaube ich. Das ist auch gut, dass man von unten an dem Ding rankommt, ne? Mhm. Finde ich praktisch. Da brauche ich ordentlich in Stufen. Nee. Oh, nur noch Slaps. Oh, ich hab's gleich gekleistert. Ja, ich bin auch fast so weit. Achso, na, die nehme ich doch nochmal mit. Ich noch. Und da haben wir, glaube ich, keinen Platz mehr für Ziegel. Ich hab noch Ziegel. 64, bei Gott. Okay. Obsidian, guck mal, haben wir noch 13 Stück sogar. Ja, dann habe ich alles. Weg. 13 Stück? Ja. Wie viel brauchtest du vorhin für das Tor nochmal? 2, 3 an der Seite und 2 oben. Also 6, 9, 10, 10, ne? Ja, genau. Ja, dann könnten wir doch eigentlich quasi in der nächsten Folge das so machen, dass wir das in der Hölle mal ausprobieren. Wenn wir an einen ganz neuen Platz kommen und vielleicht finden wir da ja dann auch wieder eine Höhle, wo wir dann Diamanten finden. Naja. Ich glaube zwar nicht, dass wir ja alle schon erforscht haben oder einen drum dran, aber das wäre vielleicht so eine Idee. Ja, können wir machen. Ja, dann würde ich sagen, ne? Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ja. Tschüss. Tschüss.